EM-Rente auf Dauer erstritten mit 28.900 Euro Rentennachzahlung. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe es hier schwarz auf weiß, der Rentenbescheid einer EM-Rente ist gekommen. Wir haben für einen Mandanten oder einen Kunden von uns am 19. Oktober 2021 einen EM-Rentenantrag gestellt. Ja, und dann ging das also so ein bisschen hin und her. Unser Mandant ist schwer erkrankt, hat eine schwere neurologische Erkrankung. Er kann also sozusagen sich kaum noch auf den Beinen halten. Er war zu dem Zeitpunkt im Krankengeld. Danach haben wir, oder gleichzeitig, nachdem das Krankengeld dann ausgelaufen ist, haben wir Arbeitslosengeld 1 nach der Nahtlosigkeit beantragt. Auch das haben wir alles relativ gut hingekriegt, ohne dass unser Mandant hier irgendwelche Nachteile erleiden musste. Und dann hat die Deutsche Rentenversicherung ein Gutachten gemacht und das Gutachten ist natürlich wieder erwarten schlecht ausgefallen. Dann gab es den Ablehnungsbescheid. Gegen den Bescheid sind wir in Widerspruch eingegangen und haben ein zweites Gutachten erzwungen. Und dieses zweite Gutachten brachte es dann zutage und natürlich auch mit Mithilfe der behandelnden neurologischen Ärzte unseres Mandanten, dass unser Mandant de facto nicht mehr arbeitsfähig ist, nicht mehr erwerbsfähig ist und er eine EM-Rente, eine volle Erwerbsminderungsrente bekommen wird. So war dann auch die Empfehlung in dem zweiten Gutachten. Der Bescheid ist vom 24. Januar 2023 und das Tolle an der ganzen Geschichte ist, dass unser Mandant diese Rente zum einen als Dauerrente bekommt bis zum Erreichen seiner Regelaltersgrenze, das ist im Jahr 2028 und wir hier kein Gerichtsverfahren machen mussten. Es war zwar ein bisschen aufwendig, die ganze Sache, aber ohne Gerichtsverfahren, im Widerspruchsverfahren und unser Mandant eine Bruttorente von 1.969 Euro bekommt, netto rund 1.750 Euro. Deutlich mehr, als wenn er eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen bekommen hätte, die er auch schon eigentlich hätte beantragen können. Er hat einen Grad der Behinderung von 70. Meine Damen und Herren, mit diesem Rentenbescheid geht ein Verfahren bei uns zu Ende, was letzten Endes, Gott sei Dank, ohne große Reibereien hier ausgegangen ist. Unser Mandant ist sehr, sehr erleichtert. Ich habe ihn gerade angerufen und habe ihm die Mitteilung gemacht, dass der Rentenbescheid gekommen ist. Er hat sich sehr, sehr gefreut. Er wird keinen Stress mehr haben. Er kommt mit dem Geld auch sehr gut aus. Es gibt ja auch bald die nächste Rentenerhöhung. Und er freut sich dann auch noch auf die Abrechnung der entsprechenden Nachzahlung. Es sind ungefähr 28.900 Euro, die er hier bekommt. Aber das wird er also in netto nicht ausgezahlt bekommen, denn die Krankenkasse und auch die Bundesagentur für Arbeit wird hier ihre Verrechnungsansprüche geltend machen. Ob dann letzten Endes noch was bei rauskommt, das werden wir dann erfahren, wenn die Abrechnung kommt. Im Wesentlichen ist es eigentlich auch fast egal, denn hier zählt praktisch nur das Ergebnis, dass wir eine volle EM-Rente erhalten haben. Und das ist gut so und deshalb große Freude für unseren Mandanten. Volle Erwerbsminderungsrente auf Dauer erstritten mit ca. 28.900 Euro. Euro Rentennachzahlung. So kann es gehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.